Hallo meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play Minecraft. Wir werden gleich in LPCW zurückgehen, aber wie ihr merkt, es ist unter der Woche. Das heißt, ich habe meinen Plan ein bisschen geändert. Ab jetzt gibt es unter der Woche auch Minecraft zu sehen und Yoshi's Island, was momentan auch noch läuft, wird es nur am Wochenende geben. Gut, so, dann gehen wir jetzt zurück in unsere Welt. Hallihallöchen, wir sind wieder da. So. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir haben dieses Häuslein gebaut, dieses mini-baby-süße Ding da. Was habe ich eigentlich noch? Haben wir noch irgendwas Interessantes, was ich benutzen kann? Okay, das habe ich noch. Ich glaube, da können wir noch eine Truhe machen. Soweit ich weiß, geht das so. Ja, eine Truhe. Wunderbar. So, das heißt dann hier raus. Spitzhacke hier. Truhe! Die Truhe setzen wir natürlich auch noch hier hin, damit wir wenigstens schön ein bisschen Platz haben, um zum Beispiel die Stöcke reinzusetzen und das Eichenholz. Ja, so. Würde ich sagen, geht's weiter mit dem, Türchen zu machen. So, mit ein bisschen Abbauen von Steinen und was es nicht alles gibt in dieser Welt. So, ich kann meine Steinspitzhacke zurück. Denn wir werden jetzt hier einfach mal ein bisschen hier noch ein bisschen das Pflastersteinchen hier abbauen. Wir werden glaube ich, im Laufe des Let's Plays, vielleicht, ich glaube nicht, dass wir es in den 10 Parts schaffen, die ich mir fürs Erste gesetzt habe, werden wir an sich ein bisschen versuchen, hier den ganzen Berg ein bisschen abzugraben. Und ich sehe, hier drüben ist Kohle. Das ist doch schon mal gut. Die kann ich nämlich auch gebrauchen. So, und ihr habt wahrscheinlich im Hintergrund gerade eben meinen Kater gehört, der hat nur ein bisschen miaut. Kein Grund zur Besorgnis. So, die Kohle hätte ich dann gerne. Jawoll. Kohle, nicht schlecht. Damit können wir Glas machen später und können auch Essen anbrutzeln. So. Abbauen, 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 abbauen. Ich will schön viel Steinchen haben hier. Von daher, aber hell könnte es auch mal wieder werden hier in der Welt, finde ich. Ich finde es so dunkel. Dunkel finde ich nicht schön. So. Lalalala. Und der See wieder gräbt sich durch das Land. Und wenn er alles abgebaut hat, ist er krank. Das war irgendwie der falsche Text, egal. So, okay, hier noch ein Steinchen, hier noch ein Steinchen, okay. Bauen wir hier oben noch ein bisschen ab. Ich glaube, so nötig haben wir es hier wahrscheinlich auch nicht, dass wir das brauchen hier. So, noch ein bisschen hochgraben. Unsere Steinspitzhacke dürfte demnächst auch nicht mehr ganz so leben, aber jetzt baue ich erstmal hier ganz schön viel Steine ab. Wenigstens ein bisschen was haben, ein Steinchen. Damit wir uns vielleicht noch ein Schwert machen können. Weil ich glaube, ich weiß mittlerweile wieder, wie man ein Schwert macht. So, ich habe ein bisschen rumprobiert offline. Habe einfach mal ein paar komische Sachen gemacht, um zu gucken, wie funktioniert was. Ah, naja. Gut. So, würde ich sagen, gehen wir hier wieder runter. Machen erstmal unseren Boden fertig mit den Steinchen, die wir jetzt... Ich Kohle. Mann, ey, mit den Steinchen. So, Pflastersteinchen. So, auf hinein. Dankeschön. Die Tür kann wieder zugehen. Machen wir jetzt einfach mal hier den Boden weg. So. Bam. Bam. Zack. Zack. Weil ich mit dem Häuschen möchte ich schon fertig werden, bin ich ehrlich. Also, solange ich mich mit dem Haus hier nicht beschäftigen mehr. Naja, uns fehlt dann noch das Dach. Das werde ich, würde ich am liebsten aus Glas machen momentan. Da müssen wir erstmal einen Strand finden, wo wir jetzt ganz gechillt noch ein bisschen Sand abbauen können. Denn Kohle haben wir jetzt ein bisschen. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen Glas machen. So. Erstmal weiter hier abtragen. So. So. Lalalala. Alles schön abtragen hier. Das wird doch schon funktionieren. Lalalala. So und so. Und jetzt hier hoch. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Zack. Da oben sollst du nicht hin, Mann! Da. Hacke, Hacke, Spitze, 1, 2, 3, ab mit dir, mein Freudelein. So, hier möchte ich den Stein haben. So. So, hier rüber, dazu machen. Und zack, somit haben wir unseren Boden im Haus auch. Ist zwar gefährlich, wenn wir mal stützen, da können wir uns alles ausschlürfen, aber egal. So, jetzt geht's erstmal raus, noch ein paar Bäume missbrauchen, denn ich hätte doch schon gerne ein Dach und noch ein bisschen Holz und ja, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn ich noch ein bisschen Holz hätte. So. Na, 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 na. Mit
Feldsteinen tue ich einfach Holz abbauen. Ja, so geht's auch. So, da wäre eigentlich eine Axt besser. Glaub ich, mach mal schnell eine Axt. Ups, so, so. Auf ins Haus zurück. Dahin. Hier haben wir noch Stäbchen. Holzstücke. So. Eichenholz bleiben erstmal drin. Das Eichenholz mache ich auch gerade wieder rein. Die Erde. Was brauche ich? Erde? Pflastersteine brauche ich jetzt auch gerade nicht. Da haben wir wenigstens dann ein paar Stück. Die Kohle lasse ich jetzt auch mal hier drin. Die brauche ich außerhalb auch nicht. Das ist genauso Quatsch. Ich habe zumindest eine Rose. Die werde ich dann in irgendwo hinpflanzen. So, Quatsch. Pflasterstein brauche ich doch noch. Na, komm. So. Stöckchen hier und hier hin. Dann Pflasterstein hier und hier. Genau. Da haben wir eine Axt, eine Steinaxt. Die ist zumindest mal fürs Holz. Fürs Holz besser. So. Da eins hin und dann glaube ich oben drüber zwei. Genau, somit haben wir unser erstes Schwert. Ist nicht schlecht, da können wir zumindest verteidigen, wenn ich dann später. Ja, später werde ich dann, ich habe es nämlich gesehen, eine Option, von friedlich auf normal stellen, damit wir wenigstens auch ein paar Gegner gegen uns haben. So, so ist es momentan, wie ich jetzt erstmal wirklich ein bisschen auf Vorsicht, dass wir mal ein Haus fertig gebaut haben. Dann werden wir die Gegner anstellen, das heißt, wir werden nachts auch ein bisschen was zu tun haben hier. Ich glaube, die meisten Gegner spawnen ja nur an dunklen Stellen und nachts. Aber das wird sich dann zeigen. So. Gut. Hölzchen haben wir jetzt auch wieder ein bisschen. Zack, komm her. Die nehme ich auch noch mit. Und meine Musik läuft einfach, wie sie lustig ist. Da werde ich jetzt ganz kurz mal runtergehen und die Musik ändern. Denn das gefällt mir nicht. Das könnte nämlich Musik sein, die ich nicht benutzen darf. So. Entschuldigung. So. Ich habe gerade schon die Musik geändert. Tut mir leid, wenn wir jetzt gerade eben ein bisschen stehen geblieben sind. So, zurück zum Spiel. Tut mir leid, ich habe aus Versehen eine andere Playlist drauf gehabt. Und letztendlich könnten wir das Problem haben, dass dann YouTube irgendwie rummacht. Weil ich letztendlich vielleicht nicht die angegebene Musik habe, die man nehmen sollte. So, da ist noch ein bisschen Kohle. Die hätte ich gern auch noch gerne. Aber erstmal trage ich hier weiter ein bisschen den Berg ab. So. Damit wenigstens ein bisschen Licht hier reinfällt, dann sehe ich auch ein bisschen mehr. So. Ein bisschen Steinchen hier. So. Hier ist Kohle. Kohle. Ah, hier gibt es schön viel Kohle. Ist richtig geil. Ah, hier gibt es richtig schön Kohle. Kohle für die Seele. Komm her. Ups, das da. So, hier nochmal Kohle. Oben ist auch nochmal Kohle. 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 Ganz viel Kohle. Nicht schlecht. Kohle kann man immer gebrauchen. Zumindest mal, wenn man was Brennbares braucht. Ich glaube, da geht zwar auch Holz, soweit ich weiß, aber es wäre nicht schlecht, Kohle bei sich zu haben. Das hält, glaube ich, ein bisschen länger im Ofen. So, hier noch ein bisschen Kohle, hier noch ein bisschen Kohle, hier noch ein bisschen Kohle. Gut, sieht doch schon mal gut aus. Haben wir ganz schön viel Kohle gesammelt. Jetzt muss ich mal gucken, wo ein Strand ist. Da vorne. Jawohl. Da will ich jetzt hin. Und ich will ein bisschen Sand haben, damit wir jetzt ein bisschen Glas machen in den nächsten 7 Minuten, die wir noch haben. Und wehe, du hängst jetzt Minecraft, danke. So. Da hängt Minecraft kurz und schon ist man im Wasser planschen. So, Strand, Sonne, Meer, Sonnenschein, keine Ahnung, aber jetzt erstmal Sand abbauen hier. Zum Henker. So, es gibt erstmal schön Sand hier. So. Ich mal ein Glas darin bekommen jetzt gleich. So. Denk mal, wir nehmen jetzt mal 20, 30 mit vom Sand. Oh, das darf ich nicht abbauen, sonst haben wir gleich ein Problem. Sonst haben wir gleich eine Überflutung hier. So. Zum Glück gibt es Sand noch ein bisschen weiter unten drunter hier. So, nehme ich auch noch mit. Aber eins muss ich hier stehen lassen, damit ich auch wieder rauskomme hier. So, immer schön Sand mitnehmen, 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 Sand, Sand, Sand mitnehmen, Sand mitnehmen. Scheiße, das war eigentlich der Plan nicht. So, scheiße. Blödes Wasser. Na, wenigstens haben wir jetzt 30. Ich glaube, das. Und dann, den nehme ich auch noch mit. Der steht zu blöd da oben. So. Haus. Haus da oben. So. Ich muss mir merken, dass ich mich nicht zu weit vom Haus entferne, sonst verlaufe ich mich. Das habe ich nämlich bei einem privaten Spielstand, den ich jetzt gestern angefangen habe, just for fun, damit ich vielleicht ein bisschen Ahnung noch von dem Spiel bekomme, gemerkt. Da habe ich ein Haus gebaut, bin ein bisschen weg und dann habe ich mein Haus nicht mehr gefunden. Sowas passiert aber auch nur mir. So. Da, jetzt da rein. So. Hallo, Öfchen. So, wir machen jetzt einfach mal alles rein, was wir haben. Und die Kohle, egal wie viel wir haben. Ich glaube, da wird trotzdem was übrig bleiben. So.
Dann darfst du jetzt mal vor dich hin flamen hier. So ein Stöckchen. Dann mache ich mir gleich noch ein, zwei Hacken. Ne? So. Zwei Stück. Ja, so. So. Und so. Damit wir für die Zukunft wieder haben, weil die eine ist bald kaputt, sehe ich hier. Das heißt, wir sollten schon ein bisschen aufpassen. Denn wir gehen jetzt nochmal in den Berg und graben uns da ein bisschen ein. Moment. Da habe ich aber eine Idee. So. Ganz kurz Eichenholz. Das nehme ich auch noch kurz mit. Okay, das ist das. So. Die Kohle nehme ich auch noch kurz mit. Denn ich glaube zu wissen, dass wenn wir jetzt. Moment. Machen wir da ein bisschen. Zack, 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 zack. Hölzern ist er, der Sebi, hölzern ist er. So, das heißt, ich gehe jetzt erstmal hin und mache noch ein paar Stöckchen. So. Ich glaube, ihr wisst, was ich vorhabe. Hehe. So, das nehme ich alles mit. So, Stöckchen, ich glaube hier. Und dann das eins oben drüber. Jawohl. Genau so hatte ich es vor. So, denn ich möchte 8 Fackeln haben. Denn wenn ich mich jetzt wirklich in den Berg eingrabe, möchte ich auch ein bisschen was sehen. Das heißt, wir brauchen Fackeln. Gut. In den 10 Parts, was habe ich noch so vor? Ich möchte hier noch ein bisschen abtragen. Hier wahrscheinlich eine Treppe hinbauen. Dann hier eine Treppe für den 2. Stockwerk. Dann hier drüben möchte ich einen Garten anlegen. Das heißt, einen Zaun machen. Vielleicht gucken, dass ich ein paar Schafe hier einsperre, wenn ich irgendwo welche finde. Ja, das ist der grobe Plan fürs Erste. Ja, gibt es nicht viel zu sehen momentan. Außer bauen, bauen, bauen und Sebi bauen. Gut, da habe ich Steine vergessen. So. Würde ich sagen, damit wir ein bisschen Licht haben. Klatsch. So, sehen wir auch ein bisschen was hier drin. Nicht das Schwert jedes Mal. So. Nicht wundern, ich kann mein Mausrad nicht benutzen. Ich glaube, das kann man auch mit Mausrad machen, dass man sich irgendwie die Items da, die man in der Hand hat, irgendwie anders da macht. Aber kann ich momentan nicht. Mein Mausrad ist am Arsch. So. Graben wir uns hier ein bisschen ein. So. Was ist das? Das ist Erde oder was? Ist das Erde, was ich da gehabt habe? Nee, das ist Kies. Okay. Egal. So. Graben wir uns mal hinein in den Berg. Und schauen mal. Was war das? Das hat sich böse angehört, habe ich irgendwas Neues? Nö. Jetzt verstehe ich es. Meine ist kaputt gegangen. So. Nächste Steinspitzhacke. Dankeschön. So, wir haben noch knapp 3 Minuten in diesem Part. Da grabe ich mich deswegen noch ein bisschen ein, nehme noch ein bisschen Kohle mit, was ich so finde. Und dann werden wir uns im nächsten Part noch ein bisschen weiter hier eingraben. Ich mache jetzt extra so eine Art Treppe hier runter, damit wir jederzeit wieder rauf können. Das wäre nämlich sehr peinlich, wenn wir hier uns verirren würden. So, so. Zack, immer schön weiter in den Berg hinein. Alles abbauen, was wir so finden. Wunderbar. So, jetzt würde ich sagen, hau ich dann noch eine Fackel hin. Gut, da oben haben wir angefangen. Gut. Na, so. Gehen wir kurz zurück. Dann machen wir dann im nächsten Part weiter, dass wir uns hier weiter eingraben. Hier sieht man gut, hier geht's rein, da ist die Fackel. Da oben ist sogar noch ein bisschen Kohle. Das ist gut für die Zukunft, wenn ich wieder brauche. Gut, jetzt geht's erstmal wieder zurück zum Häuslein. La ba da da. Wow. So. Zack. Zack. Gucken wir mal. Da kann ich wenigstens ein bisschen wieder was. Flaschersteinchen. Kies. Nochmal da rein. Werde ich in den nächsten Parts eine Menge abbauen. Von daher mache ich das erstmal raus hier. Die Kohle bleibt da. Das bleibt da. Die Stöckchen bleiben da. Gut. Das brauche ich nicht. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir haben schon. 25. Genial. Genauso viel. Ich glaube, man braucht ein bisschen mehr, aber. Gucken wir mal, werden wir mit dem Glasdach hier anfangen. In den nächsten Minuten. Hoppa. Haben wir noch 11, 10, 15? Das haut, glaube ich, nicht ganz hin. Nein, bei weitem nicht, aber. 3, 4, was sagst du? Hast du schon wieder 1, 2 neue? 3 neue, gut. Gib mir her. Gib her die Scheiße. So. Oh, zack. Fehlen uns nicht mehr viel Gläser hier. Da haben wir wenigstens ein Glasdach. Ich weiß, ich hätte vielleicht ein bisschen höher bauen können. Denn hier kann man ja nicht wirklich mehr springen. Aber ist immer noch besser wie gar nichts. Jetzt mache ich aber noch eine Kleinigkeit, ganz kurz. So.
Denn ich möchte meine Truhe ein bisschen größer haben. Das heißt, das mache ich jetzt noch schnell in diesen Sekündchen, die wir noch verbleiben. Truhe. So. Truhe auf 1. Und zack, hier hin. Da haben wir eine größere Truhe. Passt ein bisschen mehr rein. Sieht auch schon mal besser aus. Wir werden uns dann im nächsten Part ein bisschen kümmern, dass wir irgendwie ein Bett herbekommen. Werden noch einen Tisch hier reinbauen, damit es alles ein bisschen schöner aussieht. Gut. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen weitergekommen. Dach fast fertig, Boden ist fertig, Truhe haben wir. Wir haben es ein bisschen mehr in den Tunnel da reingegraben. Von daher, bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Euer Sebi und immer schön liken, wenn euch das Video gefallen hat. Ciao Leute, bye.